Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Mai 2024. Und diese Kartenlegung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Fische geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich, dass wir uns hier treffen dürfen und zusammen anschauen werden, was meine Karten euch für diesen schönen Monat Mai zu sagen haben. Wir hoffen natürlich auf eine sehr positive Legung. Die Karten sind gemischt und wir fangen an mit der ersten Karte und das ist eure Thema im Mai. Ritter der Stäbe, das was behilflich sein wird oder im Weg steht. Vier der Münzen, eure Bewusstsein, der Stern. Eure Unterbewusstsein. Acht der Kelche. Die Vergangenheit. Die Kraft. Die nahe Zukunft. König der Münzen. Eure Energie im Mai. Neun der Kelche. Äußere Energie. Zehn der Kelche. Die Hohepriesterin, das sind eure Hoffnungen oder Ängste. Und die letzte Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. Hier haben wir vier der Kelche. Okay, jetzt machen wir die Karte gerade. So, also eure Thema, Ritter der Stäbe. Also hier sehen wir sehr viel Feuer. Dieser Monat wird wahrscheinlich für euch ziemlich lebendig sein, wird viel passieren, wird viel Feuer sein von euch. Ihr werdet sehr viel sich engagieren in eine Sache, die euch sehr wichtig ist. Wir sehen hier in der Vergangenheit, habt ihr die Kraft, das ist eine Karte, die zeigt, dass ein Mensch im Gleichgewicht ist. Und diese Kraft, die man sich vielleicht erarbeitet hat oder man hat einfach durch verschiedene Situationen, die sich für euch gut entwickelt haben, diese Kraft hat man bekommen und das natürlich hat einen großen Einfluss auf das, was heute passiert. Durch diese viel Kraft, durch diese viel Energie, Selbstbewusstsein wird ihr heute in diesem Monat sehr lebendig sein, sehr viel sich engagieren, sehr viel Feuer geben. Wir sehen diese schöne Kerze als Symbol für Feuer, wird ihr sehr viel Feuer geben für das, was euch hier wichtig ist in diesem Monat. Aber wir sehen gleichzeitig die vier der Münzenkarte, die zeigt, dass man trotz allem wird aufpassen. Hier sehen wir sehr viel Risikobereitschaft und gleichzeitig sehen wir hier mangelhafte Risikobereitschaft. Ja? Also man wird hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Man wird wollen, ja, aber man wird trotzdem sich ein bisschen bremsen mit dem Ganzen. Das ist auch gut, weil die Stäbe natürlich da, wo sehr viel Feuer ist, dann muss man aufpassen, nicht, dass man über das Ziel hinausschießt. Und diese Karte wird hier auf euch natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht über die Grenzen geht. Jetzt schauen wir, was man hier, was wir hier noch zu ergänzen haben. Dann haben wir die Liebenden, die Liebe, dann haben wir noch die Kraft, nochmal die Kraft haben wir auch hier und dann haben wir noch den Kaiser. Sehr gute Karten, sehr starke Karten. Die Karten zeigen natürlich auch eine Partnerschaft. Hier sehen wir Liebe, Leidenschaft, Partnerschaft auf Augenhöhe. Man möchte etwas ja befestigen im Leben. Vielleicht wird ihr einen Partner kennenlernen, vielleicht habt ihr jemanden schon und ihr werdet das Gefühl bekommen, ja, das ist das. Man wird sich ja sehr viel engagieren in dieser Geschichte. Mit dieser
Diese Kraft, die man hier in Vergangenheit gewonnen hat, ja. Und dann haben wir noch den Kaiser. Kaiser zeigt auch wirklich sehr starke Stabilität. Also euch ist halt sehr wichtig in diesem Monat, dass irgendwelche Beziehung, ich gehe davon aus, dass hier geht um eine romantische Beziehung mit einem Mensch. Das könnte natürlich eine andere Beziehungsart sein, auch mit gutem Freund oder mit Familienmitglied und so weiter. Also so zwischenmenschliche Beziehung. Hier könnte sich auch handeln um solche Beziehung, aber wir gehen davon aus, dass hier geht um eine romantische Beziehung und wir sehen, dass die Kraft, die wir hier sehen, euch auch sehr wichtig ist, diese Ausgewogenheit, in eigene Mitte zu sein und mehr Stabilität im Leben zu bekommen. Für euch ist wichtig, dass diese Beziehung euch das alles auch gibt, ja. Also nicht eine irgendwelche vorübergehende Geschichte, aber das sollte schon etwas viel länger sein fürs Leben. Wir sehen hier auch gleichzeitig in eurem Bewusstsein der Stern. Der Stern, das ist auch Wunscherfüllung und man sieht, dass ihr werdet euch bemühen, in diesem Monat die Wünsche und eure Träume in Erfüllung zu bringen. Neunte Kelche sehen wir auch Grund, Freude zu haben. Ihr wird gut steuern, kann ich mir vorstellen, diese ganze Situation, dass man tatsächlich hier glücklich wird. Man wird tatsächlich hier auch sich freuen über die Entwicklung von dieser Sache, von dieser Bekanntschaft, Partnerschaft, Liebe und so weiter. In Unterbewusstsein haben wir achte der Kelche. Hier sehen wir, dass man in Vergangenheit eine Partnerschaft wahrscheinlich beenden müsste. Man hat das hinter sich gelassen. Das hat natürlich auch ja nicht geschmeckt, könnte man sagen, aber man hat keine andere Lösung gehabt und man konzentriert sich hier auf was Neues. Dann sehen wir hier den Ritter der Kelche, also um Liebe geht hier auf jeden Fall. Man hat hier auch tatsächlich gleichzeitig auch die Zukunftssorgen mitbekommen, indem die man diese Beziehung beendet hat, und nochmal die achte Kelche, die beiden Karten. Hier sind wir doppelt. Also es sieht ja ganz genau in eure Unterbewusstsein, hat sich irgendwelche negative Muster aufgebaut durch die Vergangenheit, durch irgendwelche Beziehungen, die euch nicht zu Glück geführt hat. Aber man merkt gleichzeitig, ja, trotz allem, man geht hier in die positive Richtung. Wir sehen hier die Sonne hier ganz schwach, aber wir sehen, und ihr habt im Unterbewusstsein noch nicht so ganz verkraftet vielleicht die Vergangenheit, aber man hat trotzdem sich vorgenommen, optimistisch zu sein und in die positive Richtung zu gehen und für sich was Neues aufzubauen. Und hier sehen wir, ja, dieser Aufbau von dieser neuen Beziehung, von dieser neuen Partnerschaft. Man ist engagiert, aber man wird, wie gesagt, hier auf sich ein bisschen aufpassen, achten, dass die Dinge hier sich gut entwickeln, weil man hat sich die Finger in Vergangenheit ja verbrannt hier. Deswegen, man wird hier langsamer angehen und man möchte tatsächlich jetzt achten, dass das auch stabile Partnerschaft wird, ja, nicht nur für vorübergehend, aber was Festes, was für immer, kann man so sagen. Zehnte Kelche, hier sind wir äußere Einflüsse, wie sehen hier, dass ja jemand glücklich ist da draußen mit euch. Wahrscheinlich. Oder man wünscht sich auch, ja, dieses Glück mit euch. Also, diese Person wünscht sich Glück mit euch,
Aber wir sehen auch gleichzeitig den Teufel. Den Teufel, den Magier und vier der Schwerter. Der Teufel, das ist ja Energie, die zeigt, dass hier diese Person auch gewisse Schwächen besitzt. Und diese Person könnte zum Beispiel nicht euch zu euch es zu euch ehrlich sein. Ja, also dieser Teufel ist auf jeden Fall da. Wir sehen aber den Magier. Der Magier, das ist eine Karte, die zeigt, das Leben ist das Ma ein, Leben ist eine Magie. Und Leben, manchmal tickt im Leben die Situationen, sage ich so. Die Situationen sind so unerwartet. Ja, manchmal das, auf was wir gehofft haben, kommt nicht in Erfüllung. Und manchmal das, was auch zu verzweifeln war, läuft zum Beispiel. Und läuft ja überraschend gut. Ich kann mir hier vorstellen, mit dem Teufel, dass diese Person vielleicht am Anfang wird versuchen, euch ein bisschen zu manipulieren, vielleicht wird euch nur täuschen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Dinge sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen anders entwickeln und der Mensch kann ich mir vorstellen, wird auch merken, dass aus dieser ja, zu einer Partnerschaft, die man nicht unbedingt am Anfang ernst nehmen hat, was Ernstes kommt, ja, wo man dann irgendwann feststellt, ja, ihr seid doch wichtig für diese Person. Also dieser Mensch wird dann irgendwann feststellen, ja, dass aus irgendwelche Begegnung, die am Anfang nicht so ernst war wie diese Person, doch Liebe entstehen kann. Ja? Das Unmögliche könnte möglich hier sein und auch diese Absichten, euch zu manipulieren, werden auch zerfallen. Ja, dieser Mensch wird dann auch im Endeffekt richtig handeln wollen. Hier sehen wir auch vier der Schwerter eine Pause. Also dieser Mensch wird sich dann überlegen müssen, was mache ich? Bleibe ich in dieser Partnerschaft? Gehe ich mit euch diesen Weg? Oder soll ich das jetzt beenden? Weil so wie hier handeln kann ich nicht. Auf diese unehrliche Weise geht der Weg mit euch nicht. Ja? Der Mensch wird es klar. Und deswegen haben wir den Magier. Das Leben gibt dieser Person auch die Möglichkeit, hier anders zu handeln. Und dieser Mensch wird dann auch natürlich aus diesen Möglichkeiten das Beste machen können. Ja? Dieser Mensch wird diese Möglichkeiten bekommen. Aber ja, hier sehen wir die Pause. Dieser Mensch wird sich erst das Ganze überlegen müssen. Vielleicht diese Person ist auch zu schwach, um eine feste Partnerschaft aufzubauen. Ja? So wie das gut hier aussieht von eurer Seite. Ja? Man wird hier auf jeden Fall aufpassen. Man wird sich nicht hier engagieren wollen in eine Sache, die keine Zukunft hat und er wird wahrscheinlich da schon auf diese ganze Situation gut achten. Und hier haben wir die Hohepriesterin, das ist eine Karte, die zeigt Intuition und die Intuition steuert uns und zeigt uns, ja, schau mal, hier läuft etwas schief. Also wir sehen eigentlich ganz positiv hier alles wunderbar von eurer Seite,
Aber ihr werdet tatsächlich sehr langsam vorwärts gehen und genießen können diese Situation. Aber ihr werdet auch tatsächlich auch kleine Schritte machen, um sich mehr Stabilität aufbauen. Den König der Münzen und vier der Kelche. Wir sehen, dass man erreicht hier ein Niveau, wo man wird auf diese Sache mit diesem Mensch von oben sehen können, gucken. Also objektiv mit Abstand wird ihr diese ganze Sache anschauen können, was ist sehr gut. Man wird nicht, sagen wir, sehr impulsiv oder sehr gefühlsmäßig hier irgendwelche Entscheidungen treffen, reagieren. Man wird nicht so emotionell reagieren. Man wird es sehr nüchtern die ganze Sachen betrachten und man wird hier im Endeffekt so ein bisschen enttäuscht sein, ja. Aber man merkt hier auch, dass ihr wird über diese ganze Sache eine Kontrolle haben, also keinen Herzschmerz. Im Endeffekt haben wir Ass der Kelche, die Kaiserin und den Sieben der Schwerter. Die erste Kelche natürlich, das ist das ist eine Glückskarte, das ist neue Begegnung, das ist ein neuer Mensch in eure Leben. Hier sehen wir die Kaiserin, Familiengründung zum Beispiel. Ja, das ist eine typische Familienkarte. Man möchte mit dem Mensch was Festes, was Gutes aufbauen. Und dann sieben die Schwerter, wir sehen die Lügen. Die Lügen. Also ich kann mir vorstellen, und dass manche von euch werden das in der richtigen Zeitpunkt erkennen, werden dann in den richtigen Zeitpunkt auch reagieren. Und dieser Mensch wird dann Bedenkzeit haben. Ja? Man weiß auch nicht, warum dieser Mensch hier handelt nicht richtig. Ja, das sind die Karten, die zeigen diese Handlung. Sieben der Schwerter und Teufel, das ist natürlich keine gute Konstellation. Aber man muss sich auch fragen, warum ist das so? Vielleicht hat derjenige Angst von euch. Vielleicht hat derjenige Angst gehabt, eigene Freiheit zu verlieren. Vielleicht ist das ein Mensch, der sehr wenig selbstbewusst sein hat und hat Angst von fester Partnerschaft, ja. Wir sehen, dass der Mensch ist tatsächlich, seelisch kann man so sagen, eine arme Person. Und ich denke, ihr werdet im Endeffekt mit dieser Person ein klares Wort reden müssen, um die Wahrheit zu erfahren. Was hat diese Person zu diesem Handeln gezwungen oder geführt, was war das? Ja, war das der miserable Charakter von diesem Mensch? Diese Lust, jemand zu schädigen, mit jemand einfach spielen, oder waren das andere Dinge? Ja, wie gesagt, diese Person hat vielleicht am Anfang nicht gedacht, dass aus dieser Partnerschaft könnte was Festes sein, was fürs Leben sein, ja. Und es könnte sein, dass dieser Mensch durch euch wird eine Wandlung im Leben bekommen, wird tatsächlich zu diese Taten stehen, wenn das nichts gravierend schwierig war. Und das könnte auch für euch tatsächlich ein neuer Anfang sein, wenn man es schon von Anfang an sich da ausspricht und
Ja, und die Sachen dann auf die Waage legt, ja, und über diese ganze Situation redet. Auf jeden Fall, ich sehe hier nicht, dass ihr wird irgendwie dadurch verletzt oder gekränkt oder irgendwelche Schaden, dass ihr Schaden bekommt. Ich denke, ihr wird diese ganze Sache auch sehr nüchtern betrachten. Enttäuschung sehen wir, also Unzufriedenheit, Enttäuschung nicht, aber diese Unzufriedenheit sehe ich in dieser vierten Kelcher. Im Endeffekt, ich denke, kommt zum Schluss zu einer Aussprache mit diesem Mensch. Ja? Warum, was ist da gelaufen? Vielleicht ist diese Person, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht sagen, als Beispiel, fremdgegangen. Zum Beispiel, ja, am Anfang von eurer Partnerschaft, von eurer Beziehung oder etwas, ja, hier geschummelt, wie man sagt, gelogen und so, weil hat Angst gehabt, sich in schlechtem Licht darzustellen, so wie das am Anfang ist. Man möchte sich immer in gutem Licht stellen, weil dieser Mensch einfach so schwach war, zu sich selbst zu stehen. Und ja, einerseits ist es sehr menschlich, dass manche Menschen diese Fehler machen und so eine Handlungsweise auch haben. Aber wiederum, man muss auch gucken, man muss sich ja selbst schützen. Ja? Man möchte das nicht erleben, was hier in eurem Unterbewusstsein schon einmal passiert ist. Ja, also was euch passiert ist und in eure Unterbewusstsein sich gespeichert hat. Ja, wir sehen das ganz deutlich. Deswegen, meine Lieben, ich denke, das wird ein Monat, wo ihr auch, ich denke, schöne Zeit wird erleben. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Zeit. Was ich sagen wollte, das könnte auch sein, dass hier ein anderer Mensch, noch ein total anderer Mensch, Schaden möchte. Es kann ich mir auch vorstellen, dass ein dritter Mensch wird euch hier schaden, weil euch wird nicht gönnen, diese ganze schöne Entwicklung und gute positive Phasen, ja, diese Momente, diese schönen Momente mit einem lieben Mensch. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, auf jeden Fall irgendwelchen falschen Verhalten ist hier in diesem Monat, ja, von wem, da musst ihr ja schon prüfen und gucken, das liegt in euren Händen, um zu gucken, was hier läuft schlecht, was hier läuft falsch, aber umso schneller man das erkennt, so besser wird es und vielleicht, wenn man das geklärt hat, dann wird diese Sache laufen und man tatsächlich wird die Wünsche sich selbst erfüllen. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat. Monat Mai natürlich, ja, die Liebe wird groß gesprochen, groß geschrieben. Ich wünsche euch viel Glück, passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal.